Was ist eigentlich eine Vagina Dentata? Und was hat das Ganze mit Film zu tun? Das verraten wir euch gleich, den ganzen Horror hier bei Screen. Und das sind unsere Themen. News, Disney auf Drogen, Horrormuschi, Interstellars Tonprobleme und Westworld geht in Serie. Quark, Pinguine im eigenen Film. Tod, Kill the Boss 2, Gilliam, Zero Theorem und Gewinnspiel. Holt euch Dog of the Dead, die Zombie-Doku. Frozen. Okay, ich weiß, ihr könnt keine Let It Snow-Parodien mehr hören. Denn seit dem Release des Films gab es davon eine gefühlte Trillion. Und auch wenn ich Frozen ja wirklich mag, kann ich verstehen, dass es dem einen oder anderen dann doch etwas zu viel wurde. Aber dennoch kommen immer mal wieder Parodien, die einfach zu schön sind, um sie zu ignorieren. Besonders dann, wenn sie Breaking Bad und Disney mischen. Also, wie sieht's aus? Do you wanna build a meth lab? Do you wanna build a meth lab? A rolling RV meth lab? Go away, Mr. White. Just one try. Welche Serie würdet ihr gerne mal disneyfiziert sehen? Schreibt's mir doch unten in die Kommentare. Ton! Christopher Nolan ist ja kein Neuling, wenn es um Tonbeschwerden geht. Die Zahl der Parodien, die sich über Banes Stimme und Verständlichkeit in Dark Knight Rises lustig machten, geht in die Hunderte. Und das, nachdem er sie ja schon geändert hatte, nachdem der erste Trailer des Films auf herbe Kritik stieß. Und schon davor war Batmans Genuschel in Dark Knight ja Anlass für viel, viel Spott. Are you speaking Bat? Is that what Bat sounds like? Doch davon lässt sich Nolan anscheinend nicht entmutigen, seiner Vision zu folgen, auf die jüngste Kritik, dass die Dialoge in Interstellar teilweise kaum zu verstehen sind, zumindest in der nuscheligen Originalfassung, hat sich Nolan jetzt sogar in einem Interview mit dem Hollywood Reporter geäußert. Tenor, das ist kein Bug, das ist ein Feature, das soll so. Böse Zungen behaupten ja, bei der Qualität der Dialoge in Interstellar wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht immer alles versteht. Nolan meint, das sei experimentell und genauso, wie er das möchte. Na dann. Westworld. Dass Filme zu Serien werden, ist ja der Trend der letzten Jahre und die Ergebnisse sind durchaus gemischt. Doch Fargo und zuletzt From Dusk Till Dawn zeigten, dass das Ganze auch klappen kann. Deswegen sind wir jetzt auch gespannt auf Westworld. Die Serie basiert auf dem Michael Crichton-Film gleichen Namens aus den frühen 70ern über den Vergnügungspark Delos, in dem Roboter die Besucher bespaßen und dann Amok laufen. Crichton selbst recycelte die Idee nicht nur für die kurzlebige TV-Serie Beyond Westworld aus den 70ern, sondern auch in Jurassic Park. Jetzt wird das Ganze für HBO neu aufgelegt und produziert von Christopher Nolan und J.J. Abrams. Und auch die Besetzung ist durchaus hochkarätig. Anthony Hopkins und even Rachel Wood werden zwei der Hauptrollen spielen. Diese Woche gab es schon mal einen kryptisch-mysteriösen Teaser zu sehen von Westworld. So our creatures have been misbehaving. Dass Pixar nicht von Toy Story lassen kann und trotz des perfekten Endes in Teil 3 noch einen vierten unter der Regie von John Lasseter nachschieben will, das wissen wir ja schon seit einer Weile. Ob das eine gute Idee ist, das wissen wir nicht. Doch vielleicht nimmt uns das TV-Special, das zu Weihnachten ansteht, ja die Furcht vor dem Reinfall. Und wenn wir ganz ehrlich sind, tut es ja doch gut, Woody und Buzz und seine Truppe mal wiederzusehen. Am 2. Dezember läuft The Toy Story That Time Forgot in den USA im Disney Channel. Wann wir ihn hierzulande zu sehen bekommen, das steht leider noch nicht fest, aber hier ist auf jeden Fall schon mal der Team. So committed to their role. Who goes there? Go talk to him, Sheriff. Hi there, sir. My name is Woody and nobody cares. Und wenn wir gerade bei Disney sind, Cinderella kommt zurück und nach dem ersten Teaser vor ein paar Monaten gibt's jetzt den ersten richtigen Trailer zu sehen. That's better. My fairy godmother. Now, where are these mice? And you find that really comfortable. Nachdem Maleficent ja nicht den gewünschten Erfolg hatte, ist es natürlich ein Wagnis, einen weiteren Disney-Klassiker in einer Realverfilmung zu bringen. Uns interessiert deswegen eure Meinung. Was haltet ihr von der neuen Fassung von Cinderella? Schreibt's mir in die Kommentare. Horror! Die Anthologie-Reihe VHS hat sich ja mittlerweile zu einem erfolgreichen Horror-Franchise gemausert. Eine Handvoll Kurzfilme verschiedener Regisseure, eingebunden in eine mysteriöse Rahmenhandlung und jedes Mal geht es irgendwie um Videohorror und Found-Footage. Nach zwei Teilen ist die Serie jetzt anscheinend im YouTube-Zeitalter angekommen, denn die neueste Folge trägt den Titel Viral und setzt einmal mehr auf Schock und tiefsitzende Ängste. Schon das Poster spielt wohl mit dem Albtraum aller Heteromänner. Zeigt es doch eine unheimliche Frau und eine Vagina Dentata. Vagi was? Vagina Dentata. Eine seit langem bestehende Horrormär eines weiblichen Geschlechtsteils, das Zähne hat. Und ich überlasse es eurer Vorstellung, welche Nachteile das beim Sex mit sich bringen könnte. Oder beim Oralsex. Doch das sind noch lange nicht alle Schocks des Films, wie uns der Trailer berichtet. Keep going, we can edit that out. What the fuck?
Cage your ass if you don't get inside right now. Was ist eure größte Horrorvorstellung? Wovor fürchtet ihr euch am meisten? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Und natürlich muss es auch diese Woche wieder Game News geben. Und wer ist diese Woche dafür verantwortlich? Hannes! Dragon Age, die Spielwelt von Dragon Age Inquisition ist gigantisch, aber offenbar wird sie auf einige Abenteurer verzichten müssen. In Indien ist das Rollenspiel nämlich verboten. Die hohe Freizügigkeit der Liebesszenen ist den indischen Gesetzgebern offenbar ein Dorn im Auge, weshalb Dragon Age Inquisition dort gar nicht erst erschienen ist. Ist das Kamasutra nicht aus Indien? Obwohl entsprechende Vermutungen existieren, betont EA aber, dass die Möglichkeit, auch gleichgeschlechtliche Liebschaften einzugehen, damit nichts zu tun hat. Seit den letzten Jahren wird Homosexualität in Indien wieder kriminalisiert. Zumindest lässt dies die derzeitige Gesetzeslage zu. Ein weiteres Indiz dafür ist der Fakt, dass GTA 5 dort ohne Probleme erschienen ist. Verdächtig, verdächtig. FPS, First Person Sex. Vor zwei Wochen habe ich euch von der neuen First Person Perspektive erzählt, die in der Neuauflage von GTA 5 verfügbar ist. Das Feature erfreut sich größter Beliebtheit und macht das Spiel zu einer vollkommen anderen Erfahrung. Immerhin lassen sich die Schießereien wie echte Ego-Shooter spielen. Da die Kamera jetzt aber wirklich jeden Moment aus der neuen Ansicht einfängt, wird auch bei den schlüpfrigen Szenen keine Ausnahme gemacht. Wenn vorher bei Sexszenen brav die Kamera weggeschwenkt wurde, bekommen wir jetzt alles zu sehen. Und zu hören. Wer sich das nicht vorstellen kann, sollte sich diesen Clip einmal anschauen. Oh, fuck, yeah, I'm getting so wet for you. Uh-huh. Oh, oh, yeah. Oh, my God, just give it to me. Fuck, yeah. Revolution! Nicht. Die ganz große Revolution war Assassin's Creed Unity nicht, aber das war vielleicht auch vorher schon abzusehen. Dass das Spiel aber derartig in der Kritik steht, dass sogar die Aktienkurse von Ubisoft in den Keller purzeln, überrascht dann aber doch. Die unzähligen Grafikfehler, Bugs und Glitches sollen zwar mit einem kommenden Patch behoben werden, aber dennoch schwört Ubisoft nun endlich Besserung. Bessere und frühere Beta-Tests sollen zukünftige Spiele nahezu fehlerfrei machen und auch die Presse soll wieder rechtzeitig mit Review-Exemplaren bestückt werden. Das war zuletzt eher nicht der Fall. Ob das nur ernst gemeint ist oder nur das angeknackste Image retten soll, bleibt abzuwarten. Ich spiel lieber Borderlands. Lohnt sich diese Woche ins Kino zu gehen? Wir verraten es euch. Hier sind sie, unsere purzeligen Starts der Woche. Angela kann keiner leiden, Private. Aber beim Kampf gegen einen Wahnsinnigen. Ich habe die Macht, euch zu zerstören. Bekommen sie Konkurrenz. Was zum Geier geht denn hier ab? Ruhe bewahren, Pinguine. Ihr steht jetzt unter dem Schutz von Nordwind. Es war ja so unvermeidlich wie der Minion-Film. Nachdem die Pingus lange die lustige Nebenrolle gespielt haben, müssen sie jetzt im eigenen Film die Hauptrolle spielen. Ob die netten Sidekicks aber wirklich abendfüllend sind? Die Kritik ist gespalten. Der Hollywood Reporter und Variety waren nicht ganz überzeugt. Im Schnitt gab es knappe 6 Punkte für die lustigen Pingus. Ihr seid Kriminelle. Ihr habt versucht, eure Bosse kalt zu machen? Und jetzt plant ihr eine Entführung? Ihr könnt nicht beides haben. Ihr seid die verrücktesten Kriminellen, die ich kenne. Ihr wollt den Scheiß durchziehen? Dann verhaltet euch so. Auf jeden. Der erste Teil schlug sich ganz wacker bei der Kritik, auch wenn er deutlich handsamer war, als die Prämisse vermuten ließ. Teil 2 bekam jedoch gehörig auf den Deckel. Unlustig, unmutig und unsympathisch. Das reicht im Schnitt der Kritiker für knappe 5 Punkte. Niemand hält's lange aus. Ein echtes Burnout-Projekt. Das Zero-Theorem. Streng geheim. Null muss 100% entsprechen. Viel Glück. Ich gebe ihm 2 Wochen. Mit brillanter Besetzung schickt Monty Python-Mitglied und Regie-Querulant Terry Gilliam die Zuschauer mal wieder auf eine versponnene, bizarre Reise. Die Fans, die seinen typischen Stil wiedererkennen, werden dann auch belohnt. Neulinge in Gilliams Welt werden es wohl eher schwer haben. Das zeigt auch der Kritikerschnitt. Für Zero Theorem reicht es ebenfalls nur für knappe 6 Punkte. You don't negotiate with a zombie. You can't talk a zombie out of wanting to eat you. I've been to Mexico City. 5,000 zombies showed up. And I can't get any of these people to answer the basic question of why do you do it? Das war ein Clip aus Dog of the Dead, einer ziemlich coolen Doku, die sich mit dem Siegeszug der Zombies beschäftigt. Warum sind die untoten Beißer derzeit so beliebt? Wer hat sie überhaupt erfunden? Wenn ihr es wissen wollt, guckt euch den Film an. Denn den haben wir 2-mal auf DVD und 1-mal auf Blu-ray für euch. Und alles, was ihr machen müsst, um zu gewinnen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn die Zombies angreifen. Ein Sendeschluss ist wie immer eine Woche nach Veröffentlichung dieser Screen-Folge. Und ihr guckt jetzt noch ein bisschen weiter. Inspiriert von Dumm und Dümm mehr haben wir die Faktenflut zu Comedy und Slapstick und die Top 7 der besten Bogenschützen. Ihr könnt ja mal überlegen, welcher Film uns dazu inspiriert haben könnte und wer ziemlich weit oben gelandet ist. Also, das war's von Screen. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag wieder. Bis dahin, checks, flex und relax und wie immer, viel Spaß im Dunkeln. Und jetzt verteilt uns überall auf der ganzen großen Welt. Yay! Macht schon. Ich gehe nicht eher weg, bis ihr... Super, ganze Folge keine Outtakes und jetzt aber ein Dutzend. Hm? Das ist alles scheiße. Letzter Satz und total verkackt.
gar nicht erst erschienen ist. Das war ich nicht. Ach, fick mich. Hogwarts! Passend zum Start von, wie hieß der Film mit der Frau, die immer durch den Wald rennt? Hunger Games! Panem, Kacke! Sowas ist schön. Außerdem gibt es die Top 7 der besten Bogenstützen. Oh, jetzt fick ich mich ja beim letzten Satz, ey. Daran glaube ich ja nicht, wenn Sie mich fragen. Ja, das ist okay.